Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich bin gespannt. Wir haben hier wieder ein kleines Crossover. Ich freue mich sehr drauf. Ja, vor ein paar Jahren wäre dieser Song nie möglich oder denkbar gewesen. Aber wir haben jetzt hier Farid Bang, Sippo, Flair und den Hengst am Start. Ja, den Ehrenhengst. Ich muss sagen, ich fühle an dieser Kombination fast am meisten den Hengst, weil der gefühlt so ein bisschen. Das heißt underrated. Der Hengst hat natürlich ein Standing, aber ich habe in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel keinen, der jetzt den Hengst irgendwie hört, ja. Aber ich finde, Bass Rhythm Hengst ein sehr, sehr gut talentierter Künstler, ja. Auch mit seiner Modemarke Who Shot, ja, sehr, sehr krass am Start. Da auch nochmal Kuss raus, hat er mir einmal was zugeschickt. Kuss, Kuss. Jetzt haben wir Flesi noch dabei, wir haben Sippo und wir haben natürlich Farid Bang jetzt am Start. Mit Ola Juwon, Ola Juwon, Ola Juwon, Ola Juwon. Rating von dem Namen ausgesprochen. 1 bis 10, Freunde, mal in die Kommentare hauen. Ich bin sehr gespannt, Alter. Coole Kombination auf jeden Fall. Sippo ist ja ein Signing von Banger Musik, wo ich relativ wenig mit anfangen kann bis jetzt. Ich habe nur Feature-Songs gehört, glaube kein Solo-Song. Kann ich schwer einschätzen, wie es zusammenpasst. Flair und Hengst passen gut zusammen. Farid und Flair passen gut zusammen. Ich bin sehr gespannt. Produziert ist das Ganze, Freunde, ganz wichtig. Wir schauen ganz kurz rein. Produziert ist das Ganze von. Die hab ich lost. Judy. Okay, von Judy. Let's go. Ey, Fleazy ist schon eine Macht, Alter. Was ist los? Wir kommen extra von Berlin nach Düsseldorf, haben gehört, ihr habt ein Problem, wollt was klären? Ey, Digga, das ist nice gemacht, Mann. Das ist wie so ein Film. Das ist wirklich wie so Crossover-Sache. Oh, ich fühle das. Schöne Männer auch. Sippo, Farid, schöner Mann. Berlin, habt ihr direkt eure Hinterleute mitgebracht, wie ich sehe, ne? Episch, Digga. Wir haben auch Stress mit Gangstern, nicht wie ihr, nur mit Politikern. Halten wir erstmal 1,50 Meter Abstand. Und was, wenn nicht? Dann klären wir das sportlich. Sportlich? 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 Oha, was ist jetzt los? Hä? Ich habe echt so Avengers-Feeling gerade, Leute. Avengers 5 ist hier gerade, was wir sehen. Oha! Weil ich deine Bitch anschreib bei Insta, kommst du auf mich zu beschwingen. Hä, wie cool ist das gemacht, Mann? Wie cool ist das gemacht? Erstmal, er bounced so den Ball passend zum Beat, das ist erstmal nice gemacht. Und es kommt natürlich direkt die American Vibes rüber. Gerade auch, wo er den Ball hochgeworfen hat. Die Kamerafahrt dran, sehr, sehr fresh. Ey, Real Talk, das ist bis jetzt sehr nice. Deine Bitch anschreib bei Insta, kommst du auf mich zu beschwingen. Nachdem ich dir gegen dein Kinn punch, mach ich auf deinen Kopf einen Drill-Tanz. Jeden Tag geht's Hangover. Richard Mille, keine Daytona. Ey, ich fühle den Beat auch sehr. Ey, und wir haben diese Mario-Basketball-Animation gefühlt drin. Mit diesen Feuerbällen und super High-Kick. Bam. Oder aus irgendeinem Anime, Alter. Ey, das ist so sympathisch jetzt schon irgendwie der Anfang. Boah, ey, das ist einfach nice. Farid hat immer gute Ideen, finde ich, bei Musikvideos. Ey, krasse Kamerafahrten auch. Shoutouts an den Videomaker nochmal. Damn, schau dich das an. Auf mein Kopf. Hauptsache Loch in der Doggy-Pose. Fick ich mit Kondome durch die Jogginghose. Hä, das. Ey, ganz kurz, Jungs. Ich weiß, die Musik sollte eigentlich immer im Vordergrund stehen, aber das Musikvideo an sich ist gerade viel zu stark gedreht. Erstmal die Idee, man kann gerade nicht wirklich viel draußen filmen und so bla bla bla. In der Turnhalle ein Basketballmatch zu machen. Die Intro-Sequenz war babamäßig. Und bis jetzt, Sippo ist stark, Digga. Ist stark. Pose, fick ich mit Kondome durch die Also standardgemäß, ach Jungs, Jogginghose. standardmäßiger Text, aber saubere Stimme so und flowlich passt es auch. Oh, die für die Pokémon-Line gibt es erstmal ein dickes 1 Plus, Alter. Pummeluff, Mann. Und wie gesagt, diese Animation fühlt sich sehr an wie, Dings, ja, das ist darauf ja auch eine Anspielung, Mann. Wie heißt denn das mit Michael Jordan, das Ding? Space Jam. Das fühlt sich sehr nach Space Jam gerade an. Geil, Alter. Du singst vor Rentnern in Dubai-Clubs und bringst sie zum Schlafen wie Pummeluff. Geil, Mann. Mein Land, Partys im Rooftop.
Alter, ich schmeiß mit Mola. Ey, Farid kann einfach Hooks machen, er kann einfach Hooks machen. Plant Partys im Roof. Er kann Hooks machen, als wäre er der Captain. Ich schmeiß mit Mola, sterb jung wie Tupac. Heut macht es eng, eng, eng. Heute feiern wir auf Yayo. Ey, das ist wirklich an Space Jam angelehnt. Ich fühle das sehr. Das ist ultimativ das sympathischste Musikvideo. Real Talk, das sympathischste und einfallsreichste Musikvideo, das wir in den letzten Wochen hatten. Lola, hallo, Lola. Ganz kurz, kannst du einmal vorbeikommen? Danke dir. Ey, crazy, Mann. Erstmal der Einstieg vom Hanks, wie man ihn kennt. Ich finde, wenn er einen Part kickt, er kommt immer am besten mit rein, Alter. Er ist ein professioneller Hineinkommer einfach. Und auch im zweideutigen Sinne. Und das hat er ja auch wieder unter Beweis gestellt. Was ist denn das Song? Die Arme, Alter. Die arme Lola, Mann. Lola, Lola, Lola. Eine Boxershorts, dafür ein Fendi-Hemd. Links dein Kopf, rechts die Handycam. Jeden Tag in der Striptease-Bar. Kein Pitchy-Wasser, sondern Whisky-Glas. Das ist... Ey, das jetzt auch mit dem Beat, das geht gut nach vorne. Das ist wirklich ein stabiler Song. Ich hätte nicht gedacht, dass alles so gut zusammenpasst. Das Leben meines Teenie-Stars, so viel billiger als Ibiza. Komm in den Club rein und shake den Roof. Oh, wie Flair reinkommt, Mann. Teenie-Stars, so viel billiger als Ibiza. In den Club rein und shake den Room ab. Ficke hat die LG für ein paar Schellen in Uhr. Oh, ey, wie er reinkommt. Böse. Komm in den Club rein und shake den Room ab. Ficke hat die LG für ein paar Schellen in Uhr. Tiere um den Hals, so wie Ace Ventura. Für die Gucci-Jacke stopp ein Tabaluga. Bam. Der arme Tabaluga, Mann. Flex, my bitch love Coco. Flex. Das hier ist wie Disco Pogo. Pogo. Sie geht up and down wie ein Yo-Yo. Und die Lipgloss Schoko. Oh, strong. Hey, mehr davon. Mehr davon. Ey, cool, coole Kombination. Also, ist der Einzige, der hier so ein bisschen untergeht, ist leider Sippo so. Ich weiß, dass Farid den irgendwie mit rein aufpacken muss. Er stört nicht, keinesfalls. Aber man merkt einfach, dass Farid Flair und der Hanks einfach stärker sind auf diesem Track. Ganz ehrlich, ja. Er hat jetzt keinen schlechten Job gemacht, aber er geht ein bisschen unter, weil die anderen drei einfach so krass hier am Glänzen sind. No joke. Mein Land, Partys im Rooftop. Ich schmeiß mit Mulan. Sterb jung wie Tupac. Oh, das Bouncen vom Basketball gerade noch. Nice, Mann. Ich werde jetzt kein Replay reinhauen, Freunde, ja. Aber wir alle haben gesehen, dass die Shorts vielleicht ein bisschen zu short waren. Ich sag's, wie es ist, Jungs. Das werde ich mir nachher nochmal in einer privaten Nachhilfestunde genauer ansehen. Auch gute Melodie einfach. Ich bin echt überrascht. Der Song hat so langsam angefangen irgendwie, aber dann hat er mich gecatcht, Alter. Spätestens beim Hanks. Heftig. Heftig. Video bei Banger Musik und Eyecatcher Films. Shoutouts an Eyecatcher Films. Was sagen die Kommentare, Mann? Das interessiert mich wirklich. Was ein krasser Cliffhanger am Ende bitte in der zweiten Staffel. Wie keiner über Bass Sultan redet, AMK Stabiler Part, Real Talk Stabiler Part. Wie reingekommen ist, abnormal. Ey, no joke, ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das so catch. Ich dachte so, okay, wieder so 0815-Song, der irgendwie nicht so nice wird. Aber Intro geil, die Storyline, Anführungsstrichen, das Basketball-Game geil, Animation nice. Das, die Hook nice von Farid, Alter. Melodie hat mir gefallen. Part von Flair und von vom Hanks, sehr, sehr geil, wie die reingekommen sind vor allen Dingen. Heftiger Beat, auch auf jeden Fall Props an Judy. Ich bin mehr als zufrieden, Freunde. Lasst mal eure Meinung gerne zum Song in die Kommentare da. Seid ihr genauso geflasht wie ich? Oder ist es für euch irgendwie nicht so der Style gewesen? Kann ich auch verstehen. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.